Ja, ich sende Grüße nach Deutschland aus Brüssel. Heute möchte ich noch einmal auf Covid-19 eingehen, wobei ich kann es ehrlich gesagt schon bald nicht mehr hören. Eine Sondersendung jagt die andere Sondersendung am Fernsehen, ein Bericht jagt den anderen. Das ist natürlich total wichtig und Covid-19 ist gefährlich und jeder muss sich davor schützen und man sollte sich nicht anstecken und so weiter. Aber was mich am meisten nervt, man sieht immer die gleichen Gesichter in den Talkshows, man sieht immer die gleichen Leute, man hat immer die gleichen klugen Sätze und im Endeffekt, ja, es ist halt so. Wir haben Covid-19, wir müssen damit leben und wir müssen uns alle bestmöglich davor schützen. Und was mich auch noch nervt und was ich hier mal ansprechen möchte, gerade in Deutschland, anscheinend sind wir darin Weltmeister, auf Facebook und Co., so viel Fake News, so viel, Entschuldigung, ich sag's mal ganz direkt, so viel Müll über Zwangsimpfungen, über wahnsinnige Sachen, Verschwörungstheorien, über das, man kann es nicht mehr haben. Also liebe Leute, glaubt nicht alles, was ihr im Netz findet, sondern seid euch ganz sicher und seid euch dessen bewusst. Covid-19 ist gefährlich, Covid-19 müssen wir uns schützen. Ich habe eingangs gesagt, und dazu stehe ich auch, man wusste, dass dieser Virus kommt. Ich habe immer gesagt, die Regierung hat einfach abgewartet, damit sie eine Finanz- und Wirtschaftskrise übertünchen kann. Und deswegen auch diese Fußballspiele noch im März, deswegen auch noch die Karnevalsfeier. Und dann hat man halt zugeschlagen mit dem Lockdown. Jetzt findet eine Marktbereinigung statt. Die Schwachen verschwinden von den Märkten, die Starken werden überleben. Auf den Märkten wirtschaftlich gesehen. Wäre das als Finanzkrise gekommen, dann hätte diese Regierung wahrscheinlich nicht nur abgewählt worden, sondern wäre mit Schimpf und Schande nach Hause gejagt worden. Jetzt sind es die Helden. CDU steht bei 40% plus X bei der Umfragewerte. Gut, es ist so. Ob das wirklich so ist, oder die einfach nicht erkannt haben im November, was sich dann China tut und dass da eine Pandemie bevorsteht, wie andere Länder es erkannt haben, weiß ich nicht. Will ich auch nicht sagen. Aber noch einmal, es sind so viele Fake-Sachen unterwegs, die wirklich grauenvoll sind. Und ich tue mir das auch nicht mehr an, mir das anzuschauen. Und die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen finde ich einerseits ganz gut, informativ. Andererseits natürlich, wenn ich mir die Talkshows anschaue, immer wieder das Gleiche. Ich persönlich stehe auf den Standpunkt, liebe Bürger, es gibt nur eine Botschaft. Schützt euch, haltet Sicherheitsabstand ein, tragt Masken und nehmt diesen Virus ernst.